Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um das Achievement, was bei mir gerade aufgeploppt ist. Das schimpft sich einmal Foliantenwälzer und das finden wir unter Quests und dann Dragonflight. Und für dieses müssen wir Folgendes machen: Vervollständigt Folianten für Edward Darlingring irgendwas um die Archive von Azeroth, während ihr am großen Buddeln teilnehmt. Also keine Ahnung, wie man den genau ausspricht, ist aber wurscht. Wir müssen einmal zum Event, und zwar zu diesem großen Buddel-Event. Das ist einmal im Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 56, 52. Und hier ist es so, dass wir jede volle halbe Stunde, also um quasi 0.30 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und fortfolgende, quasi hier ein kleines Event haben. Das hat zwei Phasen. In der ersten Phase könnt ihr oben immer Balken vollfüllen und kriegt quasi ein Random von diesen Folianten. Ihr seht, hier habe ich schon einige im Inventar. Und das macht ihr, indem ihr Aufgaben erfüllt. Ihr könnt, wenn dann, hier einfach nur immer auf diese Haufen klicken, ne, und die Prozente vollfüllen. Oder ihr stellt euch ins Zelt rein und bekommt quasi spezifische Aufgaben, um dementsprechend dann hinten irgendwas zu machen. Ne, das sind immer andere Sachen. Wenn ihr es euch einfach machen wollt, klickt einfach immer nur auf diese Haufen drauf. Und ja, immer wenn quasi die 1000 Punkte hier oben vollgefüllt worden sind, kriegen alle, die hier mitmachen, einen von diesen Folianten ins Inventar. Und das ist aber relativ random, welcher als nächster kommt. Und wenn ihr dann insgesamt alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Folianten einmal eingetütet habt, dann seid ihr fertig. Wenn ihr jetzt mega faul sein wollt, klickt ihr am Anfang einen Haufen ein und geht einfach AFK und ihr kriegt die automatisch, wenn andere Leute was machen, ins Inventar. Also ihr müsst da tatsächlich nicht viel machen. Es ist halt ein bisschen random. Ich habe jetzt, glaube ich, 5, 6 Events gebraucht, bis ich alle einmal hatte. Also es dauert nicht so lang. Man muss halt bloß immer dran denken, dass man jede Stunde, ne, zur vollen halben Stunde quasi hier am Start ist. Am Ende könnt ihr dann hier noch so einen Boss umhauen, den noch looten, bringt jetzt noch ein bisschen extra Stuff, aber fürs Achievement ist das irrelevant. Genau, mehr ist es tatsächlich nicht, heißt immer zur halben Stunde hier einmal auftauchen, zumindest einen Teil anklicken, und wenn ihr wollt und mitarbeiten wollt, ne, dann klickt halt noch ein bisschen mehr hier rum. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.